Terra Australis Incognita, das unbekannte Land im Süden. Bereits in der Antike waren Gelehrte davon überzeugt, dass eine große Landmasse als Gegengewicht zu Europa und Asien existieren müsse und zeichneten das fiktive Land in ihre Weltkarten ein. Es sollten aber noch fast 2000 Jahre vergehen, bis die ersten europäischen Seefahrer den sagenhaften Südkontinent entdeckten und begannen, seine Küsten zu kartografieren. 1770 erreichte Captain James Cook die Ostküste Australiens. Er war mit seinem Schiff Endeavour im Auftrag der englischen Krone auf Erkundungsreise im Pazifik. Doch wo sollte sich zwischen all diesen Klippen ein sicherer Ankerplatz finden? Die erste Begegnung mit dem neuen Kontinent war für den Entdecker eine riskante Herausforderung. Tagelang segelte Cook an der Küste entlang, ohne dringend benötigtes Trinkwasser bunkern zu können. Am 28. April 1770 fand er mit der Botany Bay endlich eine geschützte Bucht, in der er ankern konnte. Er nahm das Land als New South Wales für die englische Krone in Besitz. 18 Jahre später erreichten die ersten Siedler mit den Schiffen der First Fleet den fünften Kontinent. Ihre neue Heimat. Und sie nannten sie Australien. Gut 4,5 Millionen Menschen besiedeln heute die Region um die ausgedehnte Bucht. Wer von See her in die Port Jackson Bay einfährt, sucht sich erst seinen Weg durch das Labyrinth der Inseln, bevor ihn wenige Kilometer westlich von Cooks Ankerplatz eine der schönsten Metropolen der Welt begrüßt. Sydney, Hauptstadt des Bundesstaates New South Wales. Wo einst die bescheidenen Hütten der ersten Siedler standen, erheben sich heute Wolkenkratzer zur unverwechselbaren Skyline. Doch das eigentliche Wahrzeichen der Stadt leuchtet im Hafen. Sydneys berühmtes Opernhaus erinnert an eine glänzende Muschel oder geblähte Segel jener Fantasie. Vom dänischen Architekten Jørn Utzon entworfen, sorgte der Musentempel anfangs für Ärger. Bei seiner Fertigstellung 1973 waren aus geplanten 7 Millionen australische Dollar stolze 102 Millionen geworden. Die Investition hat sich längst gelohnt. Das Sydney Opera House ist schon allein als Kulisse sein Geld wert. Die Stadt lässt sich gut zu Fuß erkunden, denn in jeder der vielen Buchten gibt es Anlegestellen für die Fähre. Verkehrsknotenpunkt ist der Circular Quay and Wharf. Hier treffen sich nicht nur sämtliche Busse und Züge, sondern auch die zahlreichen Schiffslinien. Den Wasserweg zu benutzen ist in Sydney so selbstverständlich wie anderswo U-Bahn fahren. Das Stadtviertel The Rocks ist einer der touristischen Anziehungspunkte. 1788 entstand hier die erste Kolonialsiedlung Australiens. Das 200 Jahre alte Catman's Cottage gilt als Sydneys ältestes Privathaus. Bestens renoviert, beherbergen frühere Kontore, Speicher und Lagerhallen, heute Geschäfte und Restaurants. Fast wie im alten Europa. Fast. Wer nicht auf eigene Faust durch die verwinkelten Gassen bummeln möchte, kann sich einem geführten Rundgang anvertrauen. Einst eine heruntergekommene Gegend, ist The Rocks heute ein blank geputztes Flanierviertel. Eine riesige Yacht hat im Hafen von Sydney festgemacht. Tausende von Menschen warten hinter einer Absperrung. Der Prince of Wales beehrt die Stadt. Als Vertreter der Krone schüttelt Charles die Hände getreuer Untertanen. Australien ist Mitglied des Commonwealth und die Königin von England formal das Staatsoberhaupt. Der als Naturfreund bekannte Royal ist in Down Under fast beliebter als zu Hause, weshalb ihm die Visite sogar Spaß zu machen scheint.
Die 134 Meter hohe und rund 500 Meter lange Harbour Bridge verbindet die nördlichen mit den südlichen Stadtteilen. Schwindelfrei überqueren sie beim sogenannten Bridge Walk hoch über den Brückenbogen. Von 1924 bis 1932 wurde die kühne Stahlkonstruktion über den Port Jackson gespannt. Schon damals zählte sie 6 Fahrspuren, 2 Bahngleise, 2 Straßenbahnschienen sowie einen Rad- und Fußweg. Der technische Fortschritt forderte seinen Preis. 16 Arbeiter verunglückten tödlich. Dennoch war die Eröffnungsfeier am 19. März 1932 ein Triumph. Fast eine 500.000 Menschen bejubelten die Harbour Bridge als Symbol für ein modernes Australien. Bis heute ist die Brücke eine Hauptverkehrsader Sydneys und zugleich ein perfekter Aussichtspunkt. Gedränge an der Anlegestelle der Fähre. Kein Wunder, den schönsten Blick auf die Skyline bietet immer noch eine Hafenrundfahrt. Ein vergleichsweise preiswertes Vergnügen im ansonsten recht teuren Sydney. Elegantes Anlegemanöver in Darling Harbour. Aus den einst verkommenen Industriedocks wurde ein modernes Einkaufs- und Vergnügungsviertel. Seinen klingenden Namen verdankt es Ralph Darling, einem früheren Gouverneur von New South Wales. Noch saust die Metro Monorail hier ins Zentrum der Stadt. Doch ihre Tage sind gezählt. Nach vielen Anwohnerprotesten soll die unrentable Hochbahn wieder abgebaut werden. Ein absoluter Kassenschlager und Publikumsmagnet hingegen ist das Aquarium von Sydney, eines der größten der Welt. Nachgebildet wurde das berühmte Great Barrier Reef mit all seinen Fisch- und Korallenarten. Tausende Meeresbewohner tummeln sich in Australiens Unterwasserwelt. Hier kann man sie trockenen Fußes bestaunen. Hohen Gruselfaktor bieten die langen Glastunnel. Ein Spaziergang Auge in Auge mit den Haien. Rochen ziehen majestätisch ihre Bahnen. Südlich von Darling Harbour beginnt das quirlige Viertel Chinatown mit vielen Restaurants und Geschäften. Ein Ort der Stille hingegen ist der angrenzende chinesische Garten der Freundschaft. Entworfen von einem Architekten aus dem Reich der Mitte, wurde der Park 1988 anlässlich der 200-Jahr-Feier von Sydney eingeweiht. Koi-Karpfen fühlen sich hier genauso wohl wie ruhebedürftige Touristen. Wolkenkratzer überragen die Idylle, dazwischen der Fernsehturm Sydney Tower. Beim Blick von der Aussichtsplattform in 250 Metern Höhe liegt das Häusermeer zu Füßen.
Informationen über die markantesten Wahrzeichen gibt es per Bildschirm. Der Vergnügungspark Darling Harbour von oben. Erkennbar am strahlend weißen Dach das Marinemuseum von Sydney. Ein Blick auf die vorgelagerten Inseln und den einzigartigen Naturhafen von Sydney. Der Hyde Park mit dem Springbrunnen Archibald Fountain. Die Kuppel des Queen Victoria Building. Ein Standbild der Königin begrüßt Shoppingbesucher, die in den edlen Geschäften australische Dollar loswerden möchten. Das Gebäude wurde 1898 zu Ehren der englischen Queen Victoria als Obst- und Gemüsemarkt für jedermann erbaut. Heute ist es ein Konsumtempel für den großen Geldbeutel. Sydney ist mit 4,5 Millionen Einwohnern die größte Stadt des 5. Kontinents. Hier gibt es genauso viel Hektik und Trubel wie in jeder anderen Weltstadt. Wichtigster Wirtschaftszweig ist der Dienstleistungssektor mit Banken und Versicherungen. Die Strand Arcade, eine dreistöckige Einkaufspassage, stammt ebenfalls aus viktorianischer Zeit und lockt mit alter Pracht und neuen Designerläden. Ein Hauch von London auch im Hyde Park, der grünen Oase im Herzen der City. Im Süden wird er begrenzt vom 30 Meter hohen Anzac War Memorial. Das Art Deco-Monument aus rosa Granit würdigt den Einsatz australischer und neuseeländischer Soldaten im Ersten Weltkrieg. Auch der Brunnen Archibald Fountain erinnert an die französisch-australische Allianz in jener Völkerschlacht. Unter der kräftigen Sonne leuchtet ein imposanter griechischer Tempel. Die Art Gallery of New South Wales beherbergt die größte Kunstsammlung des gesamten Landes. Ein Museumsbesuch empfiehlt sich an einem Regentag. Bei blauem Himmel bietet sich der nahegelegene Botanische Garten an, um die Naturschätze Australiens zu entdecken. 30 Hektar groß sind die Royal Botanical Gardens. 1788 stand hier Australiens erste Farm, um die neu angekommenen Siedler mit frischen Lebensmitteln zu versorgen. 30 Jahre später wurde der großzügige Park als Garten des Gouverneurs angelegt. Ein Kakadu mit seiner typischen Haube. Nur 8 Kilometer von der City entfernt liegt der berühmte Bondi Beach. Die langgezogene Bucht ist Sydneys Hausstrand und Inbegriff australischer Strandkultur. Hotels, Geschäfte und Cafés bieten die nötige Infrastruktur. Einige Badegäste sind nur zum Faulenzen hier. Doch die meisten Besucher beugen sich dem allgemein herrschenden Fitnessdrang, ob jung oder alt. Trotz gefährlicher Strömungen warten die Beach Boys mit ihren Surfboards auf eine tragfähige Welle. Das Graffiti an der Promenade erinnert an eine Tragödie.
202 Menschen, darunter viele australische Surfer, starben im Jahr 2002 bei einem Bombenanschlag auf Bali. Mit der Fähre geht es bequem weiter nach Manly. Der hübsche Vorort von Sydney liegt am Eingang des Naturhafens Port Jackson. Seit jeher ist Manly mit seinen 14.000 Einwohnern ein entspanntes Seebad. Der Brite Henry Gilbert Smith erkannte im 19. Jahrhundert das Potenzial des verschlafenen Nestes. Er wollte einen Badeort wie das englische Brighton schaffen. Als cleverer Geschäftsmann kaufte Mr. Smith in großem Stil Land, auf dem in der Gründerzeit repräsentative Gebäude entstanden. Am goldgelben Manly Beach entspannen sich die Bewohner vom Alltagsstress in Sydney. Nur 7 Meilen entfernt, aber 1000 Meilen weit weg, lautet ein geflügeltes Wort. Jungs betreiben den Sport eher lässig. Die Mädels beim Beachvolleyball dagegen höchst professionell. Ein halbstündiger Flug führt ins Hinterland nach Hunter Valley. Dort liegt eines der bekanntesten Weinanbaugebiete Australiens. Aus der Luft gut auszumachen sind die zahlreichen Weingüter, die sich in dem langgezogenen Tal reihen. Schon 1835 wurden hier die ersten Rebstöcke gesetzt. Vor allem Weißweinsorten wie Chardonnay und Semillon gedeihen ausgezeichnet. Große Weingüter wie Audrey Wilkinson laden 7 Tage die Woche zur Verkostung. Australien keltert Spitzenweine, die im internationalen Vergleich mithalten können. Inzwischen ist es 7. Weinproduzent weltweit. Ein Film zeigt dem Besucher, wie viel Handarbeit nötig ist, bis aus rotem Traubensaft edler Shiraz wird. Has been cultivating and developing a variety of quality wines for the tables of Australia and the world. Zurück am Pazifik. Newcastle, 160 Kilometer nördlich von Sydney, ist die zweitgrößte und zweitälteste Stadt in New South Wales. Benannt wurde sie nach der gleichnamigen Bergarbeitersiedlung in Nordengland. Port Hunter heißt der umschlagstärkste Industriehafen des Landes. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es hier einen regelrechten Kohlerausch. Das schwarze Gold war begehrt. Sogar eine wehrhafte Festung entstand, Fort Scratchley. Fort Scratchley wurde 1881 zur Abschreckung der Russen gegründet. Obwohl wir weit von Russland entfernt sind, wollte man einer Invasion vorbeugen, weil in diesem Teil der Welt Kohle entdeckt worden war. Sie war im 19. Jahrhundert so wichtig wie heute Öl. Während des Zweiten Weltkriegs tauchte am 8. Juni 1942 dann eines der größten japanischen U-Boote vor der Hafeneinfahrt auf und schoss 34 Salven auf die Stadt, bevor die Besatzung des Forts den Angriff abwehren konnte. Es ist das einzige australische Fort, das jemals einem Angriff von See her ausgesetzt war. Diese Kriegszeiten sind in Newcastle zum Glück vorbei. Und es muss auch niemand mehr im Kohlebergwerk schuften.
Stattdessen vergnügt man sich beim Baden im Bogey Hole, einem großen Meerwasserpool, den Strafgefangene im 19. Jahrhundert für den Stadtkommandanten James Morissette aus den Klippen schlagen mussten. Nächster Halt, Port Macquarie. Im Koala Hospital kümmern sich freiwillige Helfer um verletzte Koalabären. Denn die gemächlichen Tiere mit hohem Kuschelfaktor kommen in Australiens freier Wildbahn oft buchstäblich unter die Räder, erklärt eine Pflegerin im schönsten Auswandererdeutsch. Es ist gegründet seit 1971. So, dass ein junges Ehepaar ist gekommen, hat gesehen, wie viele Koala hier sind und wie viele kranke Koala wir haben. Wir haben viele Unfälle, Straßenunfälle. Wir haben unheimlich viele Hunde. Die Hunde sind zu groß, die zerreißen die Koalas. Die große Tafel gibt Auskunft über Diagnose und Therapie der vierbeinigen Patienten. Koalas residieren gewöhnlich auf Eukalyptusbäumen. Gefahr droht immer dann, wenn sie herabklettern, um einen neuen Futterplatz zu suchen. Wenn der Todeskoala kommt, dann gucken wir erst in den Beutel und holen das Kleine raus. Dann haben wir Special-Leute hier, die nehmen das kleine Ding mit nach Hause und machen es größer. Und sobald es groß genug ist, ungefähr ein Jahr alt, und die Kleine essen die Möbel zu Hause, dann bringen sie sie hierher. Und da müssen sie anfangen, die Bäume hoch und runter zu klappen. So, weil sie noch nie einen Baum gesehen haben. Und das müssen wir dann dehumanisieren. Wir dehumanisieren das Koala. Wir dürfen nicht mehr mit dem schwätzen, wir dürfen nichts mehr mit dem machen. Sobald sie wieder wild sind, müssen sie wieder raus. Er hat schnell verstanden, dass es sich in luftiger Höhe gut leben lässt. Das Koala Hospital liegt im Naturreservat von Port Macquarie, das noch eine weitere Attraktion zu bieten hat, Roto House. 1890 wurde die wunderschöne viktorianische Villa aus rotem Mahagoni erbaut. Einst die Wohn- und Arbeitsstätte eines Landaufsehers namens Flynn, ist es heute ein kleines Museum. Fast scheint es, als wäre Mr. Flynn nur eben mal ausgeritten. Eine steife Brise treibt die Wellen an die Küste des Head National Parks. Im Leuchtturm Smoky Cape Lighthouse ist ein Bed and Breakfast untergebracht. Die passende Herberge für Naturliebhaber, die in der 40 Kilometer langen, reizvollen Dünenlandschaft wandern wollen. Kaum ein Lüftchen regt sich dagegen am breiten Clarence River, etwas weiter nördlich im Hinterland. Das 20.000 Seelenstädtchen Grafton gehört dank seiner Jacaranda-Bäume zum festen Fotoshooting-Place aller Australien-Besucher. Während in Europa die Welt in kaltem Novembergrau erstarrt, regiert in Grafton der australische Frühling in verschwenderischer Lila-Pracht. Zurück an die Südostküste. Wieder einer der zahllosen Traumstrände, an denen die Australier ihren Volkssport betreiben. Das Surfboard geschnappt und rein in die Brandung. Erst einmal aber heißt es, paddeln und auf die perfekte Welle warten. Körner schwärmen vom ungeheuren Glücksgefühl, wenn sie eins sind mit ihrem Brett und dem Ozean. Dass dabei ganz nebenbei auch die männlichen Muskeln schwellen, bleibt am Strand nicht unbemerkt.
geheimnisvolle, duftende Nebel hüllen eine Berglandschaft in zarte, bläuliche Schleier. Die Blue Mountains verdanken ihren Namen den ätherischen Ölen, die von Millionen Eukalyptusbäumen aufsteigen und in der Morgensonne verdunsten. Bevor die weißen Siedler kamen, waren die blauen Berge Heimat der Darug Aboriginals, die sich noch mit Tierfellen gegen die Kälte schützten. Lange Zeit galt der Gebirgszug als beinahe unüberwindliche Barriere. Dahinter vermuteten die Siedler reiches Weideland. Erst 1813 entdeckten sie einen Übergang durch das zerklüftete Sandsteinplateau. Besonderer Blickfang sind die Three Sisters. Die drei Felsnadeln haben für Australier eine ähnliche Bedeutung wie für Europäer die drei Zinnen in den Dolomiten. Ein Traumzeitmythos der Ureinwohner erzählt, dass einst ein Zauberer drei schöne Schwestern zu ihrem eigenen Schutz in Säulen verwandelte, weil sie sich in Männer eines feindlichen Stammes verliebt hatten. Es kam zum Kampf, bei dem auch der Magier getötet wurde. Und so blieben die Schönen für alle Zeit versteinert. Aus dem Legendendrama wurde eine touristische Goldgrube. Im stillgelegten Kohlebergwerk von Jameson Valley sorgen zwei Seil und eine Schienenbahn für den bequemen Transport der Besucher. Mit der Scenic Railway, der ehemaligen Förderbahn der Kohlemine, geht es hinunter ins Tal. Ihre Betreiber nennen sie gern die steilste Eisenbahn der Welt. Unten angekommen, gibt es noch einiges vom früheren Bergbau zu sehen. Zwar ließ sich die Kohle relativ einfach aus dem weichen Sandstein heraushauen, doch das subtropische Klima erschwerte die Arbeit. In der tiefen Schlucht wächst ursprünglicher Regenwald mit Urwaldriesen, Schlingpflanzen und bis zu 10 Meter hohen Farnen. Deshalb klettert in der schwülen Hitze auch niemand wieder zu Fuß nach oben. Die bequeme Seilbahnfahrt ist im Rundticket inklusive und erleichtert den Rückweg. Auch wenn der Rummel um die drei Felsnadeln dem alpenverwöhnten Europäer etwas übertrieben scheint, die blauen Berge lohnen den Besuch allein wegen ihrer landschaftlichen Schönheit. Obwohl sie gerade einmal 1000 Meter hoch sind. Einen Panoramablick bietet die Scenic Skyway. Die Seilbahn schwebt einmal quer über die Schlucht. Der Clou, ihr Glasboden, ermöglicht einen freien Blick auf den Talgrund. Zum Weltnaturerbe der Blue Mountains zählt auch das ausgedehnte Höhlenlabyrinth der Jenolan Caves. Früher dauerte die anstrengende Tour 3,5 Stunden mit 800 Treppenstufen hoch und runter. Der Tunnel macht es heute viel einfacher. Im Gänsemarsch geht es ins Erdinnere. Das Tropfsteinhöhlensystem umfasst 316 Höhlen, von denen 11 besichtigt werden können. Vor 340 Millionen Jahren entstanden, gelten sie als die ältesten Kalksteinhöhlen der Welt. Thank you.
Die Ureinwohner kannten die Jenolan-Kavernen. Sie galten aber als unheimlicher, dunkler Ort, der tabu war. Weiße Viehzüchter entdeckten die Tropfsteinhöhlen Mitte des 19. Jahrhunderts. Bald darauf kamen die ersten Reisenden, um die bizarren Kalkformationen zu bestaunen. Von den Blue Mountains zieht sich der Highway über das Hochplateau am Lake George entlang Richtung Süden. Ziel ist das Australian Capital Territory, der kleinste Bundesstaat des Kontinents. Bei der Staatsgründung im Jahr 1901 rivalisierten Sydney und Melbourne um den ersten Platz als Hauptstadt. Beide Städte galten als gleichrangig. Also fand man einen Kompromiss. Eine neue Hauptstadt sollte gebaut werden, irgendwo im reichlich vorhandenen Busch. So entstand knapp 300 Kilometer südwestlich von Sydney Canberra. Schnurgerade Straßenzüge und ein künstlich angelegter See bestimmen das Stadtbild. Langweilig und zu wenig urban, sagen die einen. Schön ruhig und grün die anderen. Tatsächlich wirkt die Hauptstadt des fünften Kontinents nicht wie eine pulsierende Metropole, sondern eher wie ein großer Freizeitpark. Im Sommer ist es hier nicht so heiß, dafür kann es im Winter eisig werden. Auch das ist in Down Under nicht nach jedermanns Geschmack. Anfang des 19. Jahrhunderts lebten in dem Gebiet nur ein paar Schafzüchter. Historische Überbleibsel wie das Farmgebäude, das frühere Schulhaus und eine kleine neugotische Kirche bilden quasi den Altstadtkern von Canberra. Sehr viel größer, ja schon überdimensional dagegen, das Anzac War Memorial. Das nationale Kriegerdenkmal gehört zu den von Australiern meistbesuchten Sehenswürdigkeiten. Mehr als 100.000 Soldaten haben ihr Leben auf weit entfernten Schlachtfeldern verloren, zumeist bei Einsätzen für das englische Mutterland. Im Inneren der Gedenkstätte wurde ein Museum eingerichtet. Es zeigt die Kämpfe zweier Weltkriege und anderer Konflikte, an denen australische Truppen beteiligt waren. In der angrenzenden Flugzeughalle sind einige Kampfflugzeuge ausgestellt. Den Reisenden aus Europa holt seine Geschichte am anderen Ende der Welt etwas unvermittelt ein. Für australische Besucher ist das Anzac War Memorial offenbar nicht nur ein Ort des Grauens. Vielmehr eine Stätte, wo man nicht ohne Stolz all denen Ehre erweist, die ihr Leben für eine noch junge Nation geopfert haben. Exakt in der Sichtachse gegenüber liegt das Parlamentsviertel. Im Vordergrund die blendend weiße, neoklassizistische Fassade des alten Parlaments. Von 1927 bis 1988 tagten hier Senat und Repräsentantenhaus. Dass sich viele australische Ureinwohner bis heute vom Staat übergangen und bevormundet fühlen, demonstriert dieser Protestbau. Eine Wellblechhütte als diplomatische Vertretung der Aborigines im eigenen Land. Der blühende Rosengarten verbindet das alte Parlament mit dem High Court, dem obersten Gericht von Australien. In unmittelbarer Nachbarschaft die Nationalgalerie, ein Museum für Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts. Als architektonisches Glanzstück gilt das neue Parlament. Der luftig transparente Bau ist für Bürger und Besucher jederzeit zugänglich. Treffpunkt der Nation. Nichts weniger will es sein. Durch ein Foyer aus Marmor gelangt man in den Senat, dessen Ränge ganz in Rot gehalten sind. Im grünen Repräsentantenhaus gibt es regelmäßig eine Fragestunde für die Bürger. Warmes Zedernholz und ein kunstvoller Wandteppich schmücken die große Halle des neuen Parlaments, das 1988 feierlich eröffnet wurde.
von ihrer Majestät Königin Elisabeth II. Porträts ehemaliger Premierminister dürfen nicht fehlen. Kostbarer als deren Konterfei ist jedoch eine der wenigen Abschriften der englischen Magna Carta. Wichtiger als Politiker und gekrönte Häupter sind Australiens Bürger. Sie bilden Herz und Rückgrat des Landes. Diesen Gedanken verkörpert die Galerie mit bekannten Persönlichkeiten der australischen Gesellschaft. Den Parlamentariern aufs Dach zu steigen, ist ausdrücklich erwünscht. Von der grasbedeckten Fläche des Capitol Hill bietet sich nochmals ein schöner Blick auf die Hauptstadt Canberra. Ohne Auto geht hier gar nichts, wie fast überall in Australien. Der Alpine Way führt in die Snowy Mountains. Sie sind Teil der Great Dividing Range, jener küstennahen Gebirgskette, die sich ein sagenhaftes 9 Kilogramm schweres Goldnugget. Heutiger Marktwert etwa 300.000 Euro. Auf einen Schlag kamen 15.000 Goldgräber und durchwühlten die Erde nach dem gelben Metall. Ein kurzer, aber heftiger Goldrausch. Kaum etwas ist geblieben. Besser gerüstet für die winterlichen Schneemassen sind die Schrägdächer der Häuser von Cabramurra. In der höchstgelegenen Stadt von Australien leben fast nur Beschäftigte des staatlichen Unternehmens Snowy Hydro. 7 Wasserkraftwerke versorgen 3 Bundesstaaten mit Ökostrom und Trinkwasser. Als Speichersee für das Schmelzwasser der Snowy Mountains dient unter anderem das Tummit Pond Reservoir. Im Kosciusko-Nationalpark erhebt sich mit 2228 Metern der höchste Berg des australischen Kontinents. Sommerliche Schneereste zieren den Gipfel des Mount Kosciusko, auf den eine leichte, aber lange Wanderung führt. Fruchtbar und wasserreich ist das Land am Fuße des Snowy Mountains. In der Ebene leben die Menschen seit den Tagen der ersten weißen Siedler von der Landwirtschaft. Eine Farm in Australien, wie aus dem Bilderbuch. Zurück am Meer fasziniert bei Lakes Entrance im Bundesstaat Victoria die einzigartige Küstenlandschaft. Eine langgezogene, schmale Landzunge trennt mehrere Binnenseen vom offenen Meer. Nur an einer Stelle gibt es eine Verbindung zwischen Süß- und Salzwasser. Die Seenplatte der East Gippsland Lakes mit ihren zahlreichen Lagunen und flachen Sandbuchten ist ein beliebtes Urlaubsdomizil, vor allem für Familien. Aber nicht nur die Menschenkinder, auch Wasservögel finden hier ihr Eldorado. Auf der dem Meer zugewandten Seite verlängert die Landzunge ein endloser, goldener Strand. Der 90 Miles Beach ist der längste Sandstrand Australiens. Sage und schreibe 150 Kilometer zieht er sich hin. Zwar bläst immer ein kräftiger Wind, aber dafür findet sich bei solchen Dimensionen garantiert ein schöner Platz, der nicht mit anderen geteilt werden muss. Die sagenhafte Weite des fünften Kontinents. Hier
erscheint sie geradezu überwältigend. Sechs Binnenseen bilden den Komplex der East Gippsland Lakes mit einer Wasserfläche etwa so groß wie der Bodensee. Egal, ob man in den Dünen wandert oder im Kanu in der Lagune paddelt, Vogelfreunde sollten das Fernglas nicht vergessen. Ein riesiges Einzugsgebiet für rund 20.000 Seevögel, die in diesem einzigartigen Lebensraum Schutz und Nahrung finden. Melbourne, die Hauptstadt des Bundesstaates Victoria. Dort, wo heute die Wolkenkratzer der 4-Millionen-Metropole in den Himmel ragen, errichtete 1837 der Brite John Batman mit seinen Gefolgsleuten eine Siedlung und benannte sie nach dem damaligen englischen Premierminister Lord Melbourne. Unaufhörlich strömen die Besucher ins 88. Stockwerk des Eureka Tower. Die Panoramaterrasse bietet einen besonderen Kitzel, die Edge. Eine Art Aussichtswürfel, der 3 Meter weit aus dem Gebäude herausfährt und dessen Milchglasscheiben auf Knopfdruck durchsichtig werden. Durch das Herz der City strömt der breite Yarra River. An seinen Ufern lebten Ureinwohner, von denen die ersten weißen Siedler den Baugrund für ihre neue Stadt ergaunerten. 240.000 Hektar Land, im Tausch gegen ein paar Wolldecken, Messer und Spiegel. Melbourne entwickelte sich rasant. 1853 eröffnete die erste Universität. Ein Jahr später kam die Eisenbahn. Am berühmten Bahnhof Flinders Street Station zeigen alte englische Uhren immer noch pünktlich die Abfahrt der Züge an. Gegenüber ein ultramoderner Kontrast. Der für 430 Millionen Dollar neu gestaltete Federation Square. Futuristisch anmutende Kunstgalerien gruppieren sich um den Platz. Im Ian Potter Center gibt es die weltgrößte Sammlung australischer Kunst zu sehen. Das Museum ist Teil der Nationalgalerie von Victoria und zeigt Werke von der Kolonialzeit bis heute. Aborigine-Arbeiten in den leuchtenden Ockertönen des Outbacks. Melbourne versteht sich als kosmopolitische Kulturmetropole, in liebevoller Konkurrenz zu Sydney, dessen Bewohner, so das Vorurteil, lieber an den Strand gehen als in eine Galerie. Ob da was dran ist, kann den Besuchern von solch hochkarätigen Ausstellungen wie der im Ian Potter Center herzlich egal sein. Sie genießen das reiche Kunst- und Kulturangebot, welches die Stadt ihren Besuchern bietet. Der Museumsbummel ist sogar gratis, nur Sonderausstellungen kosten Eintritt. Verschnaufpause auf dem Federation Square. Nach dem Kunstgenuss jetzt etwas leichtere Kost. Die Boyband Justice Crew zeigt ihr Können. Auch wenn die Gewinner einer australischen Castingshow noch nicht weltbekannt sind, beim anwesenden Teenie-Publikum sorgt der Auftritt für Kreischalarm. Der Videobeweis für die neidischen Freundinnen daheim. Erhaben über solch weltliches Treiben
steht die römisch-katholische Kirche St. Patrick's Cathedral an der Ecke Swanston und Flinders Street. Sie gehört zu den größten Gotteshäusern in Australien. Das neugotische Bauwerk wurde von William Wardell entworfen und ist rund 150 Jahre alt. Beeindruckend die kunstvolle Gestaltung der Fußböden, Fenster und Decken. Wie halten's die Aussies mit der Religion? Ein paar Meter weiter das Rathaus. In der prächtigen Town Hall finden auch viele Veranstaltungen statt. Sage keiner, dass die Kultur mit ihren Künstlern und Musen keine Heimat am anderen Ende der Welt gefunden hätte. Durch die Mischung aus Alt und Neu wirkt Melbourne wie eine europäische Großstadt. Multikulti ist die Stadt der 180 Sprachen allemal. Zwischen hohen Wolkenkratzern fast eingezwängt die Royal Arcade. Eine Einkaufspassage aus der guten alten viktorianischen Zeit. Mythische Figuren begrüßen die Kunden seit 1869. Schicke Geschäfte mit viel altenglischem Flair laden zum Shoppen ein. Noch ein Erbstück aus der goldenen Ära von Queen Victoria, das General Post Office. 1867 eröffnet, liefen hier einst die Fäden im Postverkehr zwischen alter und neuer Welt zusammen. Das imposante Gebäude wurde nach einem Brand vor 10 Jahren komplett renoviert. In seine eleganten Arkaden sind exklusive Shops und Cafés eingezogen. Bildung ist im Angebot der State Library. Australiens älteste öffentliche Bibliothek besitzt stattliche 12 Millionen Bücher. Denkpause für die Studenten auf dem Campus der nahegelegenen Uni. Wien oder Melbourne? Eine Trambahn. Dahinter ein Haus im Stil von Hundertwasser. Hier gibt sich die Stadt wieder sehr europäisch. Der geschwungene Komplex mit der bunt bemalten Fassade gehört zur Universität, dem Royal Melbourne Institute of Technology, kurz RMIT. Mit der nostalgischen Circle Line zeigt sich Melbourne gegenüber seinen Besuchern spendabel. Ist doch die Fahrt mit der traditionellen Straßenbahn kostenlos. In den ratternden Botschaftern aus frühen Tagen werden alle wichtigen Sightseeing-Stationen angefahren. Und das in Abständen von nur wenigen Minuten. Mit der eigenen Motorjacht in Melbourne aufzukreuzen, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wobei die hingeklotzten, seelenlosen Gebäude rund um den Hafen eher Beispiele für wenig gelungene Architektur sind. Doch beim Anblick der Pinguine im großen Aquarium von Melbourne kommt schnell wieder Freude auf. Ein Besuch in dieser faszinierenden Unterwasserwelt ist eine echte Alternative zum Regenschirm, wenn es gilt, einen der beinahe täglichen Regenschauer in Melbourne zu überbrücken. Zum Staunen schön, Sea Dragons. Seepferdchen, die sich als Pflanzen tarnen. Camouflage als wirksamer Schutz. V
wie ein Ritter in silberner Rüstung die Fadenmakrele. Quallen erscheinen im bunten Scheinwerferlicht als Wesen von einem anderen Stern. Zum Abschluss noch zwei unheimliche Gesellen, der urzeitliche Nautilus und gleich daneben ein Riesenoktopus. Aus bronzenen Fischmäulern sprudelt das Wasser im Brunnen vor dem Parlament. In dem Bau aus der Mitte des 19. Jahrhunderts tagte zeitweilig die australische Regierung. Heute ist es Sitz der Landesregierung von Victoria. Eine Skulptur zeigt Pastor Sir Douglas und Lady Gladys Nichols, bekannt geworden im politischen Kampf für die Rechte der Ureinwohner. Im schönen Park Covent Gardens wird flaniert oder meditiert. Hier thront das Royal Exhibition Building. Der viktorianische Prachtbau war schon Ausstellungsgebäude einer Weltausstellung und zählt heute zum UNESCO-Welterbe. Gleich daneben ein Musentempel der Moderne. Das Melbourne Museum zeigt von außen beeindruckende Architektur und bringt Besucher in seinen heiligen Hallen auf verschiedenste Weise zum Staunen und Nachdenken. Eine Fotoausstellung mit frühen Porträts von Ureinwohnern. Verloren und fremd schauen sie in den ungewohnten europäischen Kleidern in die Kamera. In der naturhistorischen Abteilung ist die ganze Welt der Dinosaurier dargestellt. Riesige Skelette erzählen von Urzeiten der Erdgeschichte. Obwohl diese Fossilien in Australien eher selten gefunden werden, sind Wissenschaftler überzeugt, dass die Urzeitriesen in der Kreidezeit auch den fünften Kontinent besiedelt hatten. Originalgetreue Modelle, die sich täuschend echt bewegen. Naturkunde zum Anfassen. Auch die Geschichte Melbournes ist lebendig dargestellt. Die Stadt verdankt ihre rasante Entwicklung dem Goldrausch. Der Hafen wurde zum wichtigsten Umschlagplatz für alles, was mit dem Edelmetall zu tun hatte. Banken und Bergbauunternehmen ließen sich nieder. 1860 lebten bereits eine halbe Million Menschen in der ehemals kleinen Siedlung am Yarra River. Der Beginn des Automobilzeitalters Anfang des 20. Jahrhunderts brachte den nächsten Schub in der Entwicklung Melbournes zur Metropole. Von deren Umtriebigkeit sind es keine 100 Kilometer südwestlich nach Torquay. Eindeutig die Surf-Hauptstadt Australiens. Das Mekka der Wellenreiter besitzt sogar ein eigenes Surfmuseum. Rip Curl Pro am Bell's Beach. Das ist in der Surfersprache eine der begehrtesten Trophäen. Die Sieger werden als Nationalhelden gefeiert. Diese Hall of Fame für die Wellenreiter ist einzigartig. Retter, die die Welt bedeuten, wie im Allerheiligsten ausgestellt. Surfen, das ist für Australier ein Teil ihrer nationalen Identität. Es geht um einen lässigen Lebensstil, um Freigeist im weitesten Sinne. Und natürlich auch um das Erlebnis einer grandiosen Natur.
Wer einmal Surfer of the Year geworden ist, hat ausgesorgt. Denn ganz nebenbei verdienen die coolen Brettkünstler so viel wie Popstars. In Torquay beginnt die Great Ocean Road, eine der schönsten Küstenstraßen der Welt. Sie ist das Ergebnis eines Beschäftigungsprogramms. Für 3000 Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg sollten Arbeitsplätze geschaffen werden. Umfangreiche technische Hilfsmittel standen nicht zur Verfügung. Die Männer gruben die Straße überwiegend nur mit Pickel und Schaufel aus dem Fels. Deshalb dauerte es auch 13 Jahre, bis die Great Ocean Road fertiggestellt war. Hinter jeder der zahlreichen Kurven wartet schon das nächste Postkartenmotiv. Zwischenstopp am Leuchtturm von Cape Otway. Wie aus dem Kostümfundus entsprungen, der Leuchtturmwärter. Gern teilt er die schöne Aussicht auf die spektakuläre Steilküste mit seinen Besuchern. In den kleinen Häuschen wohnten früher in völliger Einsamkeit nur der Leuchtturmwärter und sein Gehilfe. Inzwischen ist dort ein Café untergebracht. Am Cape Otway ist die Chance besonders groß, Koalas in freier Wildbahn zu beobachten. Als Fotomotiv sind die niedlichen Tiere denkbar gut geeignet, weil sie sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Wenn sie nicht gerade ihre 18 Stunden täglich schlummern, sind Koalas mit Fressen beschäftigt. Rund 1 Kilogramm Eukalyptusblätter brauchen die Beutelbären, um genügend Energie zu tanken, damit sie danach wieder in Ruhe weiterschlafen können. Noch eine Attraktion hat Cape Otway zu bieten, einen echten Regenwald, in dem falsche Dinosaurier für echte Urzeitstimmung sorgen. Die lebendig wirkenden Fleisch- und Pflanzenfresser bevölkern den Eingang zum Reservat eines Resturwaldes, der einst den gesamten Süden des Kontinents über Millionen von Jahren bedeckt hatte. Hier verläuft der Otway Treetop Fly, ein luftiger Wanderweg durch die Welt der Rieseneukalypten, Buchen und Akazien. Das in 25 Metern Höhe errichtete Stahlgerüst ist für nicht schwindelfreie eine ganz schöne Herausforderung. Doch nur so gewinnt der Besucher einen Eindruck von einer Biosphäre, die sonst nur Vögeln und Kletterkünstlern zugänglich ist. Der höchste Aussichtspunkt liegt auf 45 Metern Höhe. Er schwankt im Wind wie die Bäume ringsherum. Königseukalyptus wächst bis zu 100 Meter hoch. Der Ausflug in die Baumkronen beflügelt die Fantasie. Dieser Wald ist keine Jurassic Park-Kulisse. Er ist ein Stück reale Erdgeschichte. So hat die Erde lange vor der Existenz des Menschen tatsächlich einmal ausgesehen. Musik
auch die einsame Steilküste an der Great Ocean Road wirkt so, als hätte noch kein Mensch den Fuß auf diesen Kontinent gesetzt. Bei Port Campbell liegt eines der wohl berühmtesten Nationaldenkmäler Australiens, die 12 Apostel. Seit Jahrmillionen schlagen an der instabilen Steilküste pausenlos stramme Brecher auf den weichen Sandstein und werden dabei von schneidendem Wind unterstützt. So haben die Kräfte der Elemente nach und nach große Stücke aus dem Festlandsockel herausgespült und eine Skulpturengruppe von markanter Schönheit geschaffen. Die 12 Apostel werden öfter als jedes andere Naturmonument Australiens fotografiert. Bei den Klickzahlen übertreffen sie sogar den weltberühmten Ayers Rock. Noch vor wenigen Jahren riskierten Touristen ihr Leben, wenn sie über die Naturbrücken zur vordersten Spitze der brüchigen Landzungen gingen. Heute sichert die Nationalparkverwaltung die Wege und überwacht die Erosionsvorgänge genauestens. Der gesamte Küstenabschnitt ist zweifellos schön anzusehen. Für die Schifffahrt ist er jedoch gefährlich. Viele Schiffe sind hier zerschellt. Ein Abstecher ins Binnenland führt wieder einmal zurück in die Vergangenheit. Genauer in die Zeit des australischen Goldfiebers, das Mitte des 19. Jahrhunderts in Ballarat. Ziemlich schnell wird klar, das ist eine mühselige Angelegenheit. Das Goldgräbercamp zeigt die Gründerzeit der ersten 10 Jahre von Ballarat. Später ging man zum industriellen Goldabbau über und trieb tiefe Stollen in die Erde. Knochenarbeit, genau wie die erste einfachere Goldwäsche per Pfanne und Hand. Reich wurden nur Bergwerksbetreiber und Geschäftsleute, die den Minenarbeitern ihre Waren und Dienstleistungen verkauften. Das ganze Museumsdorf wird von einer großen Dampfmaschine mit Energie versorgt. Alt, aber funktionstüchtig. Echte Handwerker lassen sich über die Schulter schauen. Besonders faszinierend die Goldschmelze. Dieses wunderbare Material ist eines der seltensten Elemente auf der Erde. Es ist das einzige gelbe Metall und hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass ganze Landschaften umgegraben wurden. Und hier ist unser solider Goldbarren. Obwohl er rund 900 Grad heiß ist, strahlt der Barren nur wenig Wärme ab. Ein bisschen kitschig wirkt das Dorf schon und erinnert stark an Disneyland. Aber die verspielte Aufklärung über die frühere australische Siedlungsgeschichte kommt bei den Australiern und Touristen gleichermaßen gut an. Schicht um Schicht entsteht eine Wachskerze in der Candle Factory.
Der Schmied formt das Eisen, solange es heiß ist. Zum Schluss der nostalgischen Zeitreise kündigt sich auf dem Dorfplatz noch ein besonderes Spektakel an. Markige Töne bei der Wachablösung der Soldaten. Who does not wish that he too was standing, fighting, side by side with his brother soldier on the Crimean Peninsula? Yeah. When those backward, Tsarist, imperialist dogs dared to defy the might of the British Empire, we had little choice than to teach them a lesson. Hip hip! Huzzah! Hip hip! Huzzah! How about you all give it a go this time? Hip hip! Huzzah! We're going to fire off a series of shots in salute. So be very loud. Might want to stick your fingers in your ears. Fingers in your ears! Number one! Number two! Number three! Number four! Number five! Weiter geht es ins Landesinnere. Nächste Etappe, die Grampians. Der Gebirgszug 250 Kilometer westlich von Melbourne ist ein vielbesuchter Nationalpark. Unterwegs grüßt das australische Wappentier. Eine Känguruherde lässt sich nicht stören. Zäune werden von Kängurus gern ignoriert. Die Farmer müssen ihnen einen Teil des saftigen Graslandes wohl oder übel überlassen. Dann ist das Ziel erreicht. Vier Höhenzüge bilden das Gebirge der Grampians. Nach Osten hin fallen sie abrupt ab und erlauben aus über 1000 Metern Höhe eine spektakuläre Aussicht in das flache Land. Charakteristisch sind die sogenannten Balconies. Die überhängenden Felsterrassen sind nur zum Teil gesichert. Ein schwindelerregendes Gefühl, von hier aus die Weite zu erleben. Im Sommer kann es trotz der Höhe mit 35 Grad Celsius immer noch sehr heiß sein. Waldbrände gehören hier zum Kreislauf der Natur, die sich anschließend umso üppiger entfaltet. Schon von Weitem hört man es rauschen und tosen. Der Blick in die Tiefe enthüllt die Mackenzie-Wasserfälle. Zur untersten Kaskade führt ein gut gesicherter Wanderweg. Vorbei an charakteristischen Grass-Trees. Ein Büschel Gras wie aufgepfropft auf einem kurzen Stamm. Die Ureinwohner fertigten aus den langen Blütenständen ihre Speere. In den Sommermonaten Dezember und Januar können die Mackenzie Falls auch mal spärlicher ausfallen. Doch jetzt, im australischen Frühling, ergießt sich das Wasser reichlich über die letzte 20 Meter hohe Gesteinsstufe. Vom nächsten Aussichtspunkt fällt der Blick auf Halls Gap. Nur 300 Einwohner zählt der kleine Ort. Trotzdem ist er ein wichtiges touristisches Zentrum, in dem die Besucher der Grampians Unterkunft und Verpflegung finden. In der Nähe beginnt eine Wanderung durch den eindrucksvollen Grand Canyon. Bizarre Sandsteinformationen türmen sich zu hohen Wänden.
Das Gebirge entstand vor 400 Millionen Jahren durch ein Erdbeben. Dabei falteten sich die Gesteinsschichten auf, flüssiges Magma schoss aus dem Erdinneren und erstarrte zu den typischen Felsüberhängen. Kletterer und Wanderer finden in den Grampians ein ideales Gelände. Kein Wunder, dass dieser Nationalpark zu den meistbesuchten von Victoria gehört. Auf dem Princess Highway geht die Fahrt weiter Richtung Süden in die Newer Volcanics Province. Aus der fruchtbaren Ebene erheben sich erloschene Vulkankegel. Erdgeschichtlich entstand diese Landschaft praktisch erst gestern, vor etwa 5000 Jahren. Ein Wimpernschlag. In einem der Kegel leuchtet ein kobaltblauer Kratersee, der Blue Lake von Mount Gambier. 200 Meter tief zeigt der See diese Farbe nur in den Sommermonaten. In der übrigen Zeit ist das Wasser grau-grün. Das Phänomen gab lange Zeit Rätsel auf. Die Erklärung? Bei wärmeren Temperaturen fallen winzige Calciumcarbonatpartikel aus und bilden eine Schicht, die die blauen Lichtanteile der Sonnenstrahlen besonders stark reflektiert. Nicht minder schön das Azurblau des Ozeans an der Limestone Coast. Der malerische Küstenabschnitt gehört zum an Victoria angrenzenden Bundesstaat Südaustralien. Wind und Wellen formen den weichen Kalkstein zu fantasievollen Gebilden. An manchen Stellen entlang der Limestone Coast sind Salzwasserlagunen entstanden. Für diese Kolonie Pelikane ein gastlicher Ort und guter Brutplatz. Die vorgelagerten Dünen bieten den Vögeln Schutz. Im flachen Wasser gibt's reichlich Nahrung. Australien ist das Land des Windes. Er bläst immer und meistens kräftig. Dazu kommt die starke Sonneneinstrahlung. So werden flache Landschaften förmlich ausgedörrt. Besonders in Küstennähe können sich Salzseen bilden. Gleich mehrere solcher Salzseen in leuchtendem Rosa glänzen auf dem Weg nach Adelaide, nahe des Coorong National Parks. Verursacht wird die Farbe durch Bakterien, die bei der Zersetzung von Algen entstehen. Die Menschen mussten sich hier mit einem extremen Klima arrangieren. Trockene Landstriche, in denen das Wasser knapp ist, wechseln sich ab mit saftigem Weideland. In den grünen Hügeln der Adelaide Hills fanden die Siedler der ersten Stunde gute Bedingungen für ihre Farmen. Diese liefern noch heute die frischen Lebensmittel für die Hauptstadt Südaustraliens. Adelaide, hier will ich meine Stadt bauen, sprach 1837 Oberstleutnant William Light. Der königliche Landvermesser gründete seine Stadt mit Hilfe von Einwanderern aus dem englischen Mittelstand, die Land zu Schleuderpreisen erwerben konnten. Ein geometrisch gespanntes Netz an Straßen sollte genügend Raum für eine spätere Expansion zulassen, die der damaligen Größe Londons entsprach. Und tatsächlich hat Adelaide heute diese Ausmaße auch erreicht. Aber nur 1,2 Millionen Menschen leben in der Stadt der Kirchen und Parks. In Adelaide lebt es sich gemütlich. Auch an Werktagen herrscht hier immer eine entspannte Sonntagsstimmung. Eine Metropole light sozusagen. Nomen est omen. Stadtplaner Light wollte den Menschen viel Raum für Muße und Erholung geben. So schuf er Parks mitten in der Stadt und einen Grüngürtel, der heute das Zentrum säumt.
Adelaide genießt aber auch den Ruf eines Kulturzentrums. Im Adelaide Festival Center findet das gleichnamige angesehene Musenereignis statt. Musikliebhaber bescheinigen dem Konzertsaal eine bessere Akustik als der Oper von Sydney. Mächtige Marmorsäulen schmücken den Eingang zum Parlament von Südaustralien. Weiter führt der Stadtbummel entlang der schnurgeraden North Terrace. Hier steht eine Reihe von Denkmälern, die an die Helden der südaustralischen Geschichte erinnern. In kühner Entdeckerpose der Forschungsreisende Matthew Flinders. Wie immer etwas wuchtig geraten, das Anzac-Denkmal für die australischen Soldaten. Zum Abschluss grüßt noch der englische König William. Am Ende der North Terrace haben zwei bemerkenswerte Museen ihre Pforten geöffnet. Das South Australian Museum mit einer naturgeschichtlichen Sammlung und Aborigine-Galerie. Gleich nebenan zeigt die Art Gallery of South Australia Werke nationaler und internationaler Künstler. Nach so viel Kultur lockt die Einkaufsmeile Rundle Street. Im Shopping Center Adelaide Arcade das schon bekannte Bild. Altenglisches Ambiente trifft auf neue Geschäfte. Reichlich Gelegenheit, die verbliebenen Aussie-Dollars loszuwerden. Eine Umarmung gibt's gratis beim Free Hug. Diese freundlich lockere Atmosphäre passt zur Unistadt Adelaide. Hier treffen sich Studenten aus aller Herren Länder. Die Universität hat als eine der ältesten Hochschulen Australiens eine lange Tradition und zählt zu den besten der Welt. Der ehrwürdige Campus erinnert an die englischen Geistesschmieden in Oxford und Cambridge. Doch was wäre eine australische Großstadt ohne Strand? Glenelg heißt der Badevorort, der von Adelaide aus sogar per Straßenbahn zu erreichen ist. An dieser Stelle der Holdfast Bay landete 1836 der britische Admiral John Hindmarsh mit seiner Siedlerflotte und gründete den Staat Südaustralien. Statt Beach bietet sich zur Erholung aber auch der Botanische Garten von Adelaide an. Eine wunderbar angelegte Gartenlandschaft nach viktorianischem Vorbild. Das National Wine Center liegt in direkter Nachbarschaft. Es ist allein schon wegen seiner Architektur eine Touristenattraktion. In dem Informations- und Veranstaltungszentrum werden nicht nur preisgekrönte australische Tropfen verkostet, sondern auch der Wissensdurst rund um den Rebensaft gestillt. Südaustralien gehört wie New South Wales zu den wichtigsten Anbaugebieten.
Das mediterrane Klima, der fruchtbare Boden und genügend Regen, der von den Adelaide Hills und den Mount Lofty-Bergen aufgefangen wird, schaffen ideale Voraussetzungen für die Produktion von erdigen, würzigen Rotweinen. Die Region Barossa Valley, eine Autostunde nördlich von Adelaide gelegen, ist dafür berühmt. Hier gedeihen Shiraz und Cabernet, Chardonnay und Riesling. Weingüter mit klangvollen Namen laden zum Probieren und Einkaufen. Wobei australische Spitzenweine, wie von Penfolds, durchaus 50 und mehr Dollar kosten können. Ein stolzer Adler als Wappentier der Winery Wolf Blass. Fast wie in der Toskana. Mit Weinlaub lieblich umgrenzt die Probierstube im Gut Peter Lehmann. Seppelsfield wurde von dem deutschen Einwanderer Josef Ernst Seppelt gegründet. Als Rarität gibt es über 100 Jahre alte Jahrgänge. Degustation im Chateau Tanunda samt standesgemäßer Kundschaft. Das Barossa Valley, mit einem Klima vergleichbar dem von Bordeaux, bescherte den Winzern, die hier europäische Rebsorten anpflanzten, reiche Ernten. Schon Ende des 19. Jahrhunderts exportierten sie große Mengen nach England und brachten es zu Wohlstand. Leinenlos für die Überfahrt zu Australiens drittgrößter Insel, Kangaroo Island. Eine knappe Stunde braucht die Fähre vom kleinen Hafen in Cape Jervis. Dann ist das Ziel erreicht. Kilometer lang und 55 Kilometer breit zählt Kangaroo Island nur etwa 4000 Einwohner. Der größte Teil der Insel steht unter Naturschutz. Geschwungene Sandbuchten, Steilküsten, bizarre Felsformationen und eine reiche Tierwelt lassen die Herzen von ökobewussten Besuchern höher schlagen. In der weiten Bucht des Seal Bay Conservation Parks hat sich eine Kolonie von etwa 500 der seltenen australischen Seelöwen breitgemacht. Dass sie von Menschen beobachtet werden, daran haben sich die großen Raubtiere gewöhnt. Dennoch dürfen Besucher das Treiben der Seelöwen nur in Obhut eines Rangers verfolgen. Siesta im warmen Sand. Vor allem entlang der Südküste reihen sich Naturjuwelen wie der Süßwassersee Murray Lagoon. Zahlreiche Vögel sind hier zu Hause. Wie Schneefelder in der Sonne leuchten die Dünen der Little Sahara. Feinster weißer Sand, eingerahmt von kargem Buschwerk und strahlend blauem Himmel. Nicht gerade der Ort, an dem man Surferboys erwarten würde. Doch wenn Australier gerade mal keine Ozeanwellen zur Verfügung haben, dann betreiben sie eben Sandboarden. Und weil es so schön war, gleich nochmal.
Die Route entlang der South Coast Road führt direkt in den Flinders Chase Nationalpark. Wer früh genug gebucht hat, darf an der Spitze des Cape de Kudik in einem über 100 Jahre alten Leuchtturm übernachten. Für Tagestouristen öffnet die Nationalparkverwaltung zwischen 9 Uhr morgens und Sonnenuntergang die Zufahrtsstraße zum Kap, das die Südwestspitze von Kangaroo Island bildet. Ein Triumphbogen der Natur, von Wind und Wellen aus dem Fels gemeißelt, der eindrucksvolle Admiral's Arch. Unterhalb des Felsbogens dösen neuseeländische Pelzrobben auf den glattgeschliffenen warmen Steinen. Einwanderer von den beiden Nachbarinseln in den Weiten des Pazifiks. Die heranwachsenden Jungbullen der Kolonie üben schon mal den Kampf um einen Harem. Wie auf einem Podest erheben sich auf einer Landzunge bizarr geformte Felsen. Die Remarkable Rocks sind das Wahrzeichen von Kangaroo Island. In gut 500 Millionen Jahren hat die Natur diese wirklich bemerkenswerten Granitskulpturen erschaffen. Eisenoxide und Flechten überziehen die Felsen mit leuchtendem Orange. Anblicke wie dieser belohnen den Besucher für all die Mühen des Reisens in diesem großen Land. Endlose Kilometer, monotone Landstriche, Hitze und Staub sind vergessen. Der australische Südosten mit seinen Metropolen ist der am dichtesten besiedelte Teil des Kontinents. Verlässt man die großen Städte, ist sie spürbar, die unglaubliche Weite mit ungezähmter und ursprünglicher Natur. Der Besucher wird ebenso reich beschenkt, wie einst Captain Cook für seine Beharrlichkeit belohnt wurde, als er vor mehr als 200 Jahren so lange vor der Küste kreuzte, bis er endlich einen Zugang zu dem unbekannten Kontinent gefunden hatte, der für so viele Menschen eine neue Heimat wurde.